Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer Karte für euch. Diese basteln wir heute zusammen und zwar ist es eine Karte in Form von einem Herzen. Es ist im Grunde sogar eine Postkarte. Ich habe hier ein Motiv von The Paper Shelter. Das ist ein Ausmalbild im Grunde. Also es gibt seit letztem Jahr bei uns im Sortiment Ausmalbücher. Das heißt, ihr bekommt an sich ganz viele Bilder in einer PDF-Datei. Ich habe mir zum Beispiel hier aus dem, ich denke mal, wie war es, Amor? Amor Art, genau, so heißt das Ausmalbuch, was ich mir ausgesucht habe, Bild Nummer 2 ausgewählt und das habe ich dann verkleinert auf 45% und ausgedruckt mit meinem Laserdrucker. Und hier habe ich eine Stanzschablone, die halt groß genug war, um das ganze Motiv auszustanzen. Ich habe das auch noch aus Pappe, aus Verpackungsmaterial von einem Stempelset hier noch zweimal ausgestanzt, um mein Motiv etwas stärker zu machen, um das zu hinterkleben. Und das mache ich halt wie meistens mit doppelseitigem Klebeband und mit Tacky Glue. Ich komme mit Flüssigkleber schon ganz gut zurecht und ich finde, man kann das ein bisschen besser unter Kontrolle halten. Man kann es noch ein bisschen bewegen. Ja, ich klebe das erstmal aufeinander, damit das halt auch Zeit hat, um richtig anzusetzen, damit der Kleber wirken kann und ich dann beim Ausmalen keine Schwierigkeiten habe, dass bei mir das Papier irgendwie sich wellen würde oder ähnliches. Jetzt noch die letzte Schicht, dann kommt wirklich das Motiv drauf. Ich habe übrigens auf Laserpapier ausgedruckt. Mein Laserpapier ist 160 Gramm schwer. Ich glaube, die Verpackung, die ich hier, die ich zum Stanzen verwendet habe, müsste um die 200 Gramm schwer sein. Also ich versuche das quasi, je nachdem welches Papier ich stanze, dem anzupassen. Wäre es zum Beispiel dünneres Papier, hätte ich wahrscheinlich 3 Schichten gebraucht, aber hier fand ich die 2 Pappschichten schon mehr als ausreichend. Ich habe hier ein Stanzset von Daisy May Design. Das ist, glaube ich, ein englischer oder britischer Hersteller. Nested Hearts Torn Edge. Das ist ein Set aus 9 Stanzen und wir verwenden tatsächlich die größte von denen. Ich habe hier ein Aquarellpapier vom Action in Weiß verwendet. Und schneide mir das Ganze ein bisschen zurecht, damit ich das durch die Stanz- und Schneidemaschine durchkriege. Allerdings ist meine, sag ich mal, alte Action-Stanzmaschine dafür schon zu schmal. Ich bin aufgestanden, habe das Ganze mit meiner Big Shot gestanzt. Da sind irgendwie 5 mm Unterschied, aber die Stanzschablone ist schon ziemlich groß. Also mit der Big Shot hat es super funktioniert, mit der Action-Maschine, wie gesagt, hätte es nicht geklappt. Ich habe mich entschieden, zum Matten oder zum für die erste Schicht, die ich oben drauf lege, Tonpapier zu benutzen in Rosa. Das zeichne ich mir mit Hilfe von der Stanzschablone von innen am Rand entlang. So habe ich halt ein etwas kleineres Herz und kann das super auf meine gestanzte Form drauflegen und die nächste Schicht wird halt dann das sogenannte Designpapier bzw. Auflegerpapier, wobei ich mich dann eher für ein Reststück von Verpackungsmaterial wieder entschieden habe. Ja, der Nachteil natürlich davon ist, man muss das von Hand ausschneiden. Es gibt auch viele Alternativen, es gibt auch andere Formen, die ihr quasi leeren könnt, wo mehrere aufeinander angepasste Stanzschablonen mit drin sind. Ich habe einfach für mich entschieden, dass ich dieses Set benutzen möchte, weil ich es einfach auch hier habe. Mir gefällt das Design, dieses ja, genähte und gleichzeitig auch gerissene. Das sieht aus wie so ein bisschen grungig, würde ich sagen. Beim Ausschneiden wie immer das Papier verdrehen. Bei dünnem Tonpapier ist das ja noch relativ einfach. Bei dickerer Pappe zum Beispiel kommt man bei diesen kleinen Elementen dann noch schon ein bisschen
ich sag mal, ins Schwitzen, das ist schon ein bisschen was anderes. Es ist nicht so leicht, aber auch da lieber die Schere einmal absetzen und dann halt diese kleinen Aussparungen ausschneiden. Wie immer ist mein Video relativ stark beschleunigt, deswegen müsst ihr euch unbedingt überlegen, wie lange dann sozusagen so ein Prozess normalerweise dauert. Ich hatte schon mal mit dieser Schablone gearbeitet und habe mir dann halt dementsprechend noch eine Auflegergröße zurecht gezeichnet, ausgeschnitten aus Druckerpapier, das ist so ein Schmierzettel gewesen, und habe das aufgehoben. Hier gehe ich gerade meine größeren Reste durch und wie ihr seht, das hier ist ein Verpackungsmaterial von einem Action-Stempel-Set. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Habe dann halt auf der Rückseite mit einem Kugelschreiber diesmal geschrieben, weil das Papier ist beschichtet. Das ist mit Bleistift wahrscheinlich gar nicht so einfach, dann die Linie zu sehen. Einerseits für mich, dann damit ich leichter ausschneiden kann, und andererseits für euch, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. So eine Schablone tue ich dann halt mit bei den Standschablonen mit dazu und die wird aufgehoben. Wie ihr seht, alleine mit diesem Projekt habe ich mindestens zwei schon damit gemacht und ja, es lohnt sich, weil ich kenne meinen Arbeitsstil. Ich weiß, dass ich halt gerne aufeinander passende Größen habe und ja, es ist jetzt kein Hexenwerk. Für mich macht das absolut nichts, das auch mal eben von Hand auszuschneiden. Und gerade, sage ich mal, bei so ausgefallenen Formen ist das auch nicht immer so einfach, dann die passende nächste Größe zu finden. Also ich habe viele Herzen. Es geht mir bei Ovalen leider übrigens auch so. Aber man kann diese Formen nicht untereinander kombinieren. Es ist ab und zu hat man das Glück, dass bestimmte Hersteller aufeinander passende Stanzen anbieten, aber oft ist das Oval einerseits entweder ist zu lang, zu schmal, das andere ist bauchiger. So ist es halt bei Herzen auch. Es gibt eher runde Herzen, so wie das jetzt. Es gibt aber auch eher schmale, längliche, und da ist es halt mit so einer Kleinigkeit einem beholfen, dass man sich trotzdem dann diese Schichten bilden kann. Ich habe hier das One Lipstick von Distress Ink rausgesucht und habe dazu ein Schwämmchen, das ich halt auch zum Einfärben der Kanten benutze. Habe dann auf der Rückseite Klebestift aufgetragen und klebe schon mal die ersten zwei Schichten zusammen, weil ich das vorhabe, halt auch zu nähen. Habe dann schon mal meinen Spruch mir ausgesucht. Das ist diesmal von Create a Smile. Ich habe das Set schon eine Weile und ich greife gerne dazu. Mir gefällt halt der Lettering-Stil von Christine und ich weiß nicht, also da ist für fast alle Gelegenheiten was dabei. Auch wenn das kleine Set klein ist und auch nicht wirklich teuer, habt ihr viel davon. Ich habe hier einmal gestempelt und gemerkt, dass ich da irgendwie eine Fluse mit auf dem Stempel habe. Also habe ich den Stempel nochmal gereinigt. Und gehe nochmal mit dem Memento und stempel das Ganze ein zweites Mal. Und das wird halt auch dann der Spruch, den ich benutze. Hab dann hier nochmal zweites Mal drüber gestempelt, weil irgendwas nicht so ganz hingehauen hat. Beziehungsweise irgendeine Stelle wieder nicht richtig schwarz war. Mit der Stempelhilfe ist sowas natürlich kein Problem. Wir müssen nur darauf achten, dass das Papier sich halt nicht verschiebt. Ich habe mich für einen Banner auch von Create a Smile entschieden und habe halt dieses gestempelte Motiv bzw. diesen Spruch mit dieser Bannerstanze ausgestanzt. Es ist leider schwierig, die zu benutzen, weil die Banner an einem zusammenhängen. Das heißt, ihr müsst wirklich immer das Papier so passend anlegen, dass ihr nur den einen Banner ausstanzt, was schon ein bisschen schwierig ist. Ich habe dazu noch aus einem Reststück von dem Verpackungsmaterial, was ich vorhin als Aufleger benutzt habe, einen kleinen Banner gestanzt mit Herz. Auch diesen färbe ich am Rand entlang wieder ein mit One Lipstick, setze das Herz wieder ein und klebe es auf der Rückseite fest mit Tesafilm, damit es halt nicht rausfallen kann. Ich finde, man kann das halt auch ohne das Herz benutzen, aber dadurch, dass ich das auf meinen
sage ich mal, später koloriertes Motiv aufklebe, möchte ich das schon gedeckt haben. Ich habe mit der Nähmaschine das Ganze natürlich am Rand entlang genäht. Das habt ihr jetzt gesehen, dass ich die Fäden auf der Rückseite wieder festgemacht habe. Und jetzt kommt eigentlich so die Hauptarbeit oder das, was am längsten gedauert hat, das Ausmalen. Ich habe mich diesmal wieder für Aquarellstifte entschieden. Das mache ich halt alleine schon, weil das Papier halt Laserdruckerpapier ist. Es kann nicht so viel Wasser aufsaugen wie zum Beispiel Aquarellpapier. Ihr müsst da halt mit der Wasserdosis echt aufpassen. Man könnte natürlich auch bestimmt mit Twinmarkern oder Alkoholmarkern, je nachdem, was ihr zu Hause habt, das Ganze kolorieren. Allerdings bin ich da noch sehr, sag ich mal, Anfänger. Ich traue mich da noch nicht so ganz ran, aber das wäre schon mal zumindest etwas für meine To-Do-Liste, was ich noch machen könnte. Das Schöne bei diesen, ich sag mal, Ausmalbildern, ihr habt tatsächlich schon die ganzen Schatten eigentlich eingezeichnet. Also nicht jedes Motiv ist so gearbeitet. Es gibt da welche, die sind wirklich nur Outlines, also nur die Außenlinien, so wie bei einem normalen digitalen Stempel. Es gibt aber auch halt wie hier schon mit Andeutung, was das Ausmalen natürlich für einen sehr stark erleichtert. Ich fange wie hier mit dem Hintergrund an und ich wollte das Ganze halt zur Karte passend gestalten. Deswegen habe ich mich beim Hintergrund diesmal für Rosa entschieden. Nicht unbedingt meine erste Wahl, aber es sollte halt zu dem Designpapier passen. Und ja, ich drehe mir das Herz halt immer so, wie ich gerade das brauche. Und male das Ganze, wie gesagt, mit dem Aquarellstift, wobei ich die Farbe vom Aquarellstift mit der Pinselspitze direkt übernehme. Das heißt, ich gehe mit meinem Wassertankpinsel an den Stift, nehme da die Pigmente, die Farbe auf und gehe dann mit dem Pinsel auf das Papier. So vermeide ich halt, dass zu viel Wasser ins Spiel kommt und das Taschentuch, was da oben im Bild zu sehen ist, benutze ich halt, wenn ich dann merke, mein Pinsel ist zu nass oder ich muss die Farbe wechseln oder halt gerade komplett die Farbe weg haben, weil ich einfach nur mit Wasser das vermalen möchte. Mit einem pinken Stift habe ich mich dann an das Herz gewagt. Ich habe auch erstmal, ich sag mal, nur Farbe, also Grundfarbe aufgetragen, ohne groß in Tiefe zu gehen. Für die Schleife habe ich dann noch ein etwas stärkeres Pink verwendet. Ich male halt erstmal nur grob die erste Schicht auf. Ich weiß, dass ich da noch einige Schichten drüber malen werde im Laufe des Bildes, aber oder des Kolorierens. Aber ihr müsst halt immer bedenken, dass das Motiv auch zwischendurch auch trocknen muss. Zu viel Wasser und ihr raut euch das Papier dann auf und das wollt ihr einfach nicht. Ihr wollt auch nicht, dass das quasi sich verwäscht, die Farbe, sondern ihr wollt ja, dass die Farbe intensiv ist. Zumindest so male ich das meistens an. Und deswegen versuche ich halt immer so ein bisschen zu pausieren oder halt einen anderen Bereich des Bildes dann auszumalen, um halt das Papier nicht zu beschädigen. Mit demselben Pinkton habe ich dann auch dieses, was da unterm Herz rausguckt. Ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll. Die Haltevorrichtung habe ich dann auch pink angemalt. Mit Grau gehe ich dann in die Blüten rein. Ich habe mich entschieden, dass die großen auf jeden Fall weiß bleiben. Aber weiß ist halt langweilig. Und um etwas Tiefe zu erzeugen, kann man halt mit Grau so feine Linien setzen. Für die anderen Blümchen, habt ihr ja gerade gesehen, habe ich ein bisschen jetzt Rosa dazu genommen. Und male die Blümchen nach und nach an. Ich habe auch die kleineren Blümchen schon mal farblich angedeutet. Und habe dann angefangen, die Blätter auszumalen. Ich habe ich denke mal, so ein grün-blau kann man das eher beschreiben, für die größeren Blätter verwendet. Manche der Blätter, da war ich mir noch nicht mal sicher, sind das überhaupt Blätter oder sollen das Federn darstellen? Ich habe mich entschieden, das als Blätter zu sehen und habe sie halt in so einem dunkleren grün-blau angemalt. Und hier fange ich schon mit einem helleren, so ein Grasgrün an. Die restlichen, vor allem kleineren Blätter
anzudeuten. Mit zwei verschiedenen Grundtönen wirkt das Ganze ein bisschen lebendiger, interessanter und ja, deswegen habe ich mich halt für zwei Grundtöne entschieden. Und mit der ersten Schicht habe ich mir quasi selber so eine kleine Hilfe geschaffen, damit ich weiß, was davon was darstellen soll. Und dann kann ich mit der Farbe intensiver reingehen und das Ganze noch ein bisschen schattieren. Für die weißen Blümchen habe ich gelbe Blüteninneren Teile an, also die Innenteile gelb angemalt. Fange jetzt schon an, das Ganze ein bisschen dunkler zu machen, die Farbe zu intensivieren. Das heißt, mit denselben Grüntönen eigentlich noch mal reingehen und das Ganze noch ein bisschen schattieren, verstärken, ausarbeiten. Mit dem helleren Grünton sind wieder die kleineren Blüten, sage ich schon, die kleineren Blätter dran. Auch da gehe ich noch mal etwas stärker rein. Und dann geht es eigentlich nur noch in das sozusagen in den Feinschliff. Das heißt, ich verwende dieselben Farben wie vorher. Ich gebe noch mal ins Herz rein und mache das Ganze noch ein bisschen kräftiger. Und wie vorher schon gesagt, die bereits schattierten Bereiche sind dunkler vom Motiv her. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur euch daran orientieren und das Ganze noch farblich ausmalen. Und das kann man beliebig lange wiederholen und fortsetzen. Man kann auch andere Farben dazu verwenden. Hier wechsle ich schon auf den feinen Pinsel und versuche meine Schleife etwas stärker auszuarbeiten. Dafür habe ich dann den dunkelsten, ja, Pinkton, kann man sagen. Es ist kein richtiges Rot, das ist eher so ein Pinkrot. Und damit ziehe ich mir halt meine Linien, meine Schattierung rein. Und die Bereiche, die halt vorne sind, die bleiben weiß und ja, sollen halt die Lichtquelle darstellen bzw. reflektieren. Damit wirkt halt das Schleifenband wie Samt. Das glänzt halt so schön im Licht. Oder Satin eher, glaube ich, ne? Satin war das. Hier habe ich einen braunen Stift mir rausgesucht und setze damit halt noch stärkere Akzente, stärkere Schatten und kann damit so ein bisschen die Tiefe verstärken. Ich habe mich tatsächlich hierbei nicht dazu entschieden, noch Schwarz dazu zu nehmen, weil das Motiv halt von sich aus schon relativ duster war, zumindest manche Bereiche davon. Deswegen habe ich mich hier nur auf Braun verlassen. Der Braunton ist aber auch so ein Braun mit einem Hauch von Grau, würde ich sagen. Das ist relativ. Relativ nah am Grauton. Mit dem gleichen Braunton gehe ich auch in die grünen Bereiche und auch in die Blüten rein und mache mir halt damit so ein bisschen Kontrast. Und wie gesagt, vor allem Tiefe. Damit könnt ihr sozusagen den Schatten verstärken. Ich mache das relativ nah am Herz, beziehungsweise das Herz ist sozusagen das Hauptmotiv und alles dahinter ist so ein bisschen schattiger, würde ich sagen. Deswegen gehe ich vom Herzen aus und federe die Striche nach außen. Und da, wo ich halt noch nicht ganz zufrieden bin, da wird halt noch ein bisschen nachjustiert, ein bisschen mehr Farbe aufgetragen. Da sind vor allem hier die kleineren Blüten in Rosa.
Und damit die halt noch ein bisschen stärker rauskommen, habe ich noch den dunkleren bzw. das hellere Pink verwendet, um die kleinen rosa Blumen hervorzuheben. So, da sind wir dann auch fertig mit der Koloration. Jetzt heißt es eigentlich nur noch zusammensetzen und Feinschliff. Ich habe hier weißes Garn, das ist von Stamping Up. Das war in einem Kit mal mit drinne. Ich brauche das halt auf und habe mir ein Stück jetzt abgeschnitten und federe da oder fädel da jetzt meine Tags, meine Anhänger durch, mache einen kleinen Knoten, eine Schleife. Und damit die Schleife nicht wieder aufgeht, beziehungsweise die Enden, habe ich dann am Ende der Fäden quasi auch jeweils einen Knoten gesetzt und dann in der Nähe des Knotens abgeschnitten. Habe mich dann entschieden, das Ganze noch ein bisschen zu erhöhen, weil also das Herz ist ja aus einem dickeren Papier gestanzt als jetzt der kleinere Tag mit dem Spruch drauf und erhöhe mir das Ganze und mit Flüssigkleber positioniere ich das da, wo ich das gerne haben möchte. Bisschen Gewicht drauf, damit der Kleber richtig ansetzen kann. Und jetzt kram ich wieder in meinen Kisten. Ich habe hier eine mit Transparentpapierresten und eine mit, ich sag mal, recycelbaren Materialien. Das ist zum Beispiel in dem Fall auch ein Stück, was ich mal geprägt habe, einfach nur aus Probe, damit ich gucken wollte, wie die Prägefolie tatsächlich aussieht. Ein bisschen Wellpappe, ein bisschen bereits bedrucktes Transparentpapier, kann man so sagen. Ich habe hier auch den Faden noch dreimal um das Designpapier gewickelt. Habe das auf der Rückseite festgemacht. Ja, und jetzt schichte ich das Ganze hinter dem Herz, hinter dem Motiv. Fange mit Transparentpapier an und fixiere das Ganze dann mit Tesafilm auf der Rückseite, damit man es halt nicht sieht. Und dann kommt das geprägte Papier, beziehungsweise sind ja immer nur Stücke davon. Dann wieder eine Schicht mit Transparentpapier und dann zum Schluss die Wellpappe. Und damit das halt ein bisschen besser aussieht und wirkt, habe ich dann ein Stück Pappe noch dazu geschnitten und klebe das hinter das Herz, um das Ganze noch ein bisschen zu erhöhen. Zuerst wird das Herz, also das Tonpapier mit dem Designpapier, mit dem Aufleger auf die Grundkarte geklebt. Ich habe mich tatsächlich entschieden, die Grundkarte so zu behalten, keine Klappkarte draus zu machen, sondern quasi wie eine Postkarte. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse oder ob das hinterher tatsächlich noch eine Klappkarte werden wird. Ich habe das zu dem Zeitpunkt einfach so be belassen, weil ich es einfach auch so schön fand. Wie immer mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber. Das Ganze ausrichten, andrücken. Gewicht drauf. Beziehungsweise erstmal die nächste Schicht, weil da sind wir ja schon ziemlich durch. Auch wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Schmucksteine und dann ist die Karte komplett. Ich habe ja meine Schmucksteine und Halbperlen nach Farben sortiert und auch meine selbstgemachten Nouveau Drops sind dazwischen. Ich habe mich tatsächlich diesmal für fertige Schmucksteine entschieden. Ich habe größere Schmucksteine verteilt um das Motiv herum, beziehungsweise ein bisschen drunter versteckt. Da sind drei, ja, also sind ein bisschen facettiert und glitzernd in Rosa. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vom Action oder vom Teddy war. Und um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, habe ich noch kleinere Schmucksteine drumherum gesetzt. Habe natürlich erstmal die Tröpfchen mit Flüssigkleber gesetzt, wo ich die gerne haben möchte, positioniert haben möchte. Das sind jetzt so kleine, ich denke mal 2 mm Steinchen. Die sind von Ideen mit Herz und auch facettiert und haben einen, ich würde sagen, einen Roséton. Also es ist kein richtiges knalliges Rosa, sondern die sind fast schon cremefarben, aber nicht ganz. Deswegen rosa oder Rosé.
Das war's. Somit ist die Karte schon mal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.